Ja, hallo, ich bin der Vari und ich habe eine neue Kamera. Nein, es ist keine Compact T20. Diese Kamera hat der Johannes Vogel gezeigt und er benutzt sie in Griechenland auf sein Grundstück, was er da hat. Kommt wieder ein Flugzeug. Wie ihr sehen könnt, hat die verdammt Ähnlichkeit mit einer T20 von Compact. Es ist das gleiche Gehäuse, hat ein vom Aussehen her an der Front einen kleinen Unterschied und ist von Firma Anyu. Nun ist es ja so, dass Wildkamerahersteller, vor allen Dingen die Chinesen, gerne ihr Produkt auch unter anderen Namen verkaufen. Ich vermute mal, hier ist es fast der Fall. Die Technik, die Software, das Gehäuse, es ähnelt sich alles mit der Compact T20. Vielleicht ist es ein Nachfolgemodell mit einem etwas besseren Bildsensor, was ich vermute. Und deswegen hänge ich sie jetzt hier hin, am Dachsbau. Und dann sehen wir, wie die Qualität von deren Aufnahmen ist. Die zeige ich euch natürlich gleich wieder im gleichen Video zusammengeschnitten. So, dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Also, ich sehe euch in einer Woche wieder. Ihr seht mich in ein paar Sekunden wieder und dann sehen wir hier weiter. Sehen wir hier weiter. Die Minikamera von Anyu. Diese Kamera hat der Joe Vogel in seinen Aufnahmen bereits gezeigt. Ich habe mir die jetzt auch zugelegt, weil ich die testen wollte. Ich suche ja eine kleine Kamera für meine Wanderungen. So. Ach. Ich sehe schon. Ich glaube, das war's. Ich habe diese Kamera getestet und sie sieht der Compact T20 sehr ähnlich. Die Software ist ähnlich, der Aufbau ist ähnlich, das Gehäuse sieht ein ganz kleines bisschen anders aus, aber bei der Compact T20 hat mir die Aufnahmequalität nicht gefallen. Und noch was anderes. Das ist sie. Ich nehme heute mal mit dem Mikrofon auf und mit Telefon verbunden, was ich dann zusammen in einer Spur packe. Das sollte ein bisschen besser klingen. Die Compact T20 hatte mich ganz schön enttäuscht, weil sie Bugs hatte in der Software und aggressiv auf die Speicherkarte zugegriffen hat und die Speicherkarten sind ganz schnell kaputt gegangen. Außerdem hat sie unzuverlässig ausgelöst und die Bildqualität war auch sehr schlecht. Deko.
So, deswegen habe ich jetzt die ausprobiert. Der Joe Vogel ist begeistert von der. Ich nicht. Die Bildqualität von dieser Kamera hier, A-New, ist tatsächlich etwas besser wie von der Compact T20. Das ist hier wahrscheinlich ein Upgrade von der Compact T20. Aber der Rest ist genau das gleiche. Es ist genauso geblieben. Sie ist total unzuverlässig, löst manchmal aus, löst manchmal sehr spät aus, löst manchmal gar nicht aus, löst manchmal sehr früh aus, ist völlig unberechenbar und sie macht Speicherkarten kaputt. Das passiert, wenn Kameras aggressiv auf die Speicherkarte zugreifen und die Speicherkarte auch als Puffer benutzen. Das funktioniert bei den meisten Wildkameras. Die Software ist dann so geschrieben, dass die dann auch immer erst Vorgänge abschließt, bevor dann der nächste Vorgang passiert. Bei der hier, das ist totales Chaos. Oh, ich werde angegriffen von Mücken. Na super. Wenn man diesen sehr schlecht zu bedienenden Schalter hier zu schnell von Setup auf oft bewegt, werden alle Vorgänge abgebrochen, die Stromversorgung der Speicherkarte wird gekappt auf einer aggressiven Art und Weise und naja, Speicherkarten gehen dann schnell kaputt. Ich habe jetzt hier zwei Speicherkarten kaputt gemacht. Die Kamera kommt wieder weg. Empfehlen kann ich sie nicht, weil sie einfach furchtbar konstruiert ist. Wenn da mal sich jemand damit, wenn sich dann mal da der Hersteller ein bisschen hinsetzen würde und die Software überarbeiten würde, würde das vielleicht eine coole Kamera sein, aber so kann ich sie überhaupt nicht gebrauchen. Es ist eine schöne kleine und die Bildqualität ist eigentlich auch in Ordnung. Aber der Rest macht es einfach nicht wert, dafür 40 Euro auszugeben. Nein. Das kommt nämlich auch dazu, die hier nimmt ein Avi auf. Das Einzige, was an dieser Kamera tatsächlich interessant wäre, wäre diese kompakte Größe. Schön klein, vier Batterien drin. Aber nee, ist einfach nicht zu gebrauchen. Tut mir leid, Joe Vogel. Vielleicht hast du ja da irgendwie ein Produkt erwischt, was besser konstruiert ist. Aber genau so habe ich die Compact T20 kennengelernt. Genauso war sie. Und genau das ist die hier auch. Die ist nur ein bisschen überarbeitet. Vielleicht ist hier ein anderer Bildsensor drin oder man hat hier ein bisschen an der Software rumgetrickst, dass die Aufnahmequalität ein bisschen besser wird. Aber der Rest ist genau das gleiche. Ist leider eine Enttäuschung. Falls Joe Vogel, falls du dieses Video siehst, falls du dir nochmal eine Kamera kaufen möchtest, kauf die hier nicht. Kauf dir die Compact T80, die ist geil. Kauf dir eine Ciomor CY65 oder 70, die sind wirklich gut. Die kosten dann zwar zwischen 70 und 90 Euro, aber sie machen es und haben eine richtig tolle Qualität. So, ich wünsche euch viel Spaß weiterhin. Wenn ihr abonnieren drückt, seht ihr meine neuesten Videos immer rechtzeitig. Meistens freitags 12 Uhr, wenn es keine technischen Probleme gibt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, Frieden auf der Welt. Ciao, euer Bari. Ich glaube, ich habe gerade einen Kackehaufen unter das Stativ runtergelegt. Und werde die testen, werde gucken, was sie mir für Aufgaben. Werde gucken. Boah, ich bin hier umzingelt von Mücken. Werde gucken, was die mir bringt. Werde sehen, werde gucken. Ich bin hier bei einer sehr kleinen Kamera. Das ist eine Arnett. Quatsch, Arnett. Wieder falsch. Das ist